Der VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Nürnberg. Das Duell des Tabellen 13. gegen den 11. Für Wolfsburg geht es heute darum, nicht in den Tabellenkeller abzurutschen und den Negativtrend endlich zu stoppen. Und die erste starke Aktion kommt auch von Wolfsburg. Weiter Ball nach vorne. Das ist Mandzukic. Sieht Lakic, der zieht ab und das sind nur Zentimeter. Guter Beginn für die Gastgeber, da fehlte nicht viel zur 1:0-Führung in der 10. Minute. Der VfL auch in der Folge offensiv, 22. Spielminute. Wieder Mandzukic und wieder Lakic gegen Stefan. Und der Keeper des 1. FC Nürnberg mit einem klasse Reflex. Lakic genial in Szene gesetzt, frei vor dem Tor. Aber Stefan auch heute souverän. Nur 2 Minuten später erneut Wolfsburg im Angriff. Dejaga in der Mitte, Mandzukic und Tor. Der VfL führt mit 1:0 nach 24 Minuten. Dejaga mit der präzisen Hereingabe. Stefan kommt nicht an den Ball und Mario Mandzukic macht das Ding rein. Krönt seine starke Leistung mit Saisontreffer Nummer 4. Stefan sieht hier nicht gut aus. Den muss er eigentlich haben. Und Mandzukic sagt Danke. 30. Minute, Ecke Nürnberg, Beckert. Aber Benaglio steht genau richtig und hat den Ball sicher. Da war mehr drin für Peckert, kommt frei zum Abschluss, aber köpft genau auf den Wolfsburger Torwart. Die Szene läuft weiter, Ballverlust Wolfsburg. Da kommt Eswein im 16er gegen Benaglio und gegen den Pfosten. Wow, fast doch noch der Ausgleich. Dann ist Halbzeit vor 25.000 Zuschauern. 10 Minuten absolviert, das ist Hitzlsperger, gerade erst eingewechselt. Immer noch der Neuzugang, nicht zu stoppen. Frei vor Stefan! Und wieder rettet der Clubkeeper mit einer Glanztat. Es bleibt beim 1:0 für Wolfsburg. Das Spiel jetzt ausgeglichen. Nürnberg versucht viel, noch 20 Minuten. Da ist Aigler durch gegen Hasebe und Benaglio. Und den macht er rein, eiskalt. Der verdiente Ausgleich in der 70. Minute. Für Christian Eitel, der sich in dieser Szene leider verletzt und raus muss, das erste Saisontor. Aber auch der Assist von Simmons, absolut sehenswert. Noch eine Viertelstunde und jetzt aufgepasst. Abwehrfehler Wolfsburg, Eswein schaltet am schnellsten. Das müsste es doch sein, Benaglio und Wahnsinn. Der Schweizer Nationaltorwart auch in dieser Szene mit einer tollen Reaktion. Alexander Eswein hat die Nürnberger Führung auf dem Fuß und dann versagen ihm freistehend vor Benaglio die Nerven. Unglaublich. Und dann haben wir noch die 82. Spielminute, nochmal Wolfsburg mit Dejaga. Da kommt Franz, Dejaga fällt. Und klare Sache, 11 Meter. Hier gut zu erkennen, Franz trifft Dejaga. Wer ist jetzt cool genug? Mandzukic versucht's gegen Stefan und das ist die Wolfsburger Führung. Das 2:1, 7 Minuten vor dem Ende. Doppelpack für den starken Mario Mandzukic. Und das war's auch. Der VfL Wolfsburg gewinnt dank eines späten Elfmetertors 2:1 gegen den 1. FC Nürnberg und kämpft sich nach 3 Heimsiegen in Folge langsam ran ans Mittelfeld der Tabelle. Tendenz steigend.